the power of the dark side, 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 side. Yo, yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Ja, und heute geht es wieder darum, Walker Assault möglichst effizient zu spielen. Und ja, wir spielen auf der Seite der Rebellanten und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem netten Spiel und ich denke, das Spiel ist sehr, wie soll man das sagen, also ich würde das mal als sehr amüsant bezeichnen und ja, wir spielen aber wieder ganz normal. Und ich begrüße euch damit recht herzlich zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute mal ein bisschen am Mikro gedreht, ein bisschen rumgewurstelt, ein bisschen rumgefuscht, ein bisschen rumge... Naja. Heute spielen wir ja wieder Walker Assault, wie ich schon mit meiner tiefen Stimme gesagt habe. Und erstmal ein Schluck aus der Pulle. Schön das Schluckgeräusch. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Und da wurde ich genascht. Das heutige Thema der Episode ist, es geht um die EZB. Nein, es geht natürlich nicht um die EZB. Es geht heute einfach mal so ein bisschen darum, welche Spiele ihr gerne spielt. Also abgesehen davon jetzt an die Leute, die jetzt nur FIFA spielen. Spielt ihr auch noch andere Spiele oder spielt ihr nur die FIFA oder wenn, welche Spiele spielt ihr? Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen so von meiner Story, was ich so wann, wie, wo, wie, wann gezockt habe. Und das Ganze drehen wir auf 2008 zurück. Damals war ich noch deutlich jünger. Und da mein allererstes Gerät, was ich gezockt habe, das war schon noch deutlich vor 2008. Also die Jahresangaben stimmen jetzt nicht. Also über 2008 fängt es eigentlich erst an, aber noch ein paar Jährchen, doch deutlich vorher habe ich Moorhoon und Playmobil auf dem PC gezockt. Playmobil kennt jeder. Moorhoon muss eigentlich auch jeder kennen. Das sind so Dinger, die halt für kleine Kiddies gut sind. Und dann habe ich meine Wii irgendwann mal zu Weihnachten gekriegt. Und die Wii habe ich auch immer noch. Und ich zocke auch noch immer gerne mit Freunden darauf, denn es ist einfach so etwas. Das ist ein Stück Kult, sag ich mal. Und ich spiele wirklich immer noch sehr gerne Wii. Ich denke, Wii ist immer noch eine Konsole, die wirklich sehr. Das ist keine Konsole, die mit hochauflösendem geilen Gameplay daherkommt, aber es ist eine Konsole, die immer noch mit Tradition daherkommt. Und das haben wir auch nicht mehr so viel aktuell. Und dann habe ich dann Spiele wie Sports, das hat jeder gezockt. Natürlich Mario Super Brothers, das habe ich auch gezockt. Das habe ich dann auch später übrigens, das kam ja gar nicht mal so früh raus. Dann habe ich auch auf meinem Nintendo DSi oder DSi, ich hatte keinen DS Lite, wie es ganz viele hatten, und ich hatte auch keinen Game Boy, denn, wie soll man sagen, damals kannte ich einfach noch nicht so viele Geräte und ich kam auch niemals in den Genuss des Game Boys oder eben in den Verdruss des Game Boys, das kann jeder quasi für sich selbst entscheiden. Na, auf jeden Fall, wichtig ist, ich kam eben niemals in diesen Game Boy, Genuss und habe dann mit meinem DSi 2009 habe ich auch gespielt, da habe ich Mario Super Boss, habe ich mich gut gefühlt, weil ich als erstes die etwas schwerer zu entdeckenden Welten gefunden habe und dann habe ich im gleichen Jahr habe ich auch schon meine PS3 bekommen und die PS3 oder war die schon ein Jahr vorher, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall habe ich da sehr viel gespielt, am Anfang kamen solche Dinger wie ich weiß es noch, FIFA 08, FIFA 09 und das habe ich auf jeden Fall intensiv gespielt, Pro Evolution Soccer 2010, 2011, war auch krass, 2012 konnte man dann in die Tonne treten,
Und da ging es dann auch rüber zu FIFA. Also ich spiele auch seit FIFA 12 Ultimate Team. Ich hatte auch mal Videos von FIFA 12 Ultimate Team, die ich produziert habe. Aber naja, also damals war es auch noch nicht so, dass jetzt durchgehend Pack-Openings kamen. Wenn man mal ein Pack-Opening gebracht hat, dann im Wert von 10, 20 €, während man heute nicht mehr unter 50 € irgendetwas machen kann. Es heißt nicht, dass ich die guten alten Zeiten wieder wünsche, aber ich denke, aktuell ist YouTube Deutschland doch sehr, sehr auf Geld gepolt, wenn man jetzt die Verantwortlichen wie ApoRed irgendeinen Song ansieht, wo dann die Autos davor fahren und da. Naja, auf jeden Fall habe ich eben auf der PS3 damals so solche Sachen wie Sonic the Hedgehog. Damals noch auf Englisch und ich kannte das nicht, weil ich damals noch zu Lappen in Englisch war. Heute wäre das kein Problem mehr, wobei ich nicht der Englisch-Boss bin, das wollte ich nur mal vorwegnehmen. Aber dann habe ich viel FIFA gezockt, habe ich noch diese Olympiade geguckt, Peking 2008, Vancouver 2010, 2012 hatte ich nicht mehr und 2014 auch nicht. Dann habe ich mir irgendwann PlayStation Move besorgt. PlayStation Move, das kennt eigentlich fast jeder. Also da mit so einer Leuchtbirne wirbelst du da rum und machst ganz. Das war damals schon ein richtiger Schritt, meiner Meinung nach, aber es wurde zu wenig ausgebaut und für die PS4 kommt auch fast nichts mehr in der Richtung, also die PlayStation Camera. Das Einzige, wo ich sinnvoll finde, sie zuzulegen, ist dann vielleicht eventuell für einen Livestream, wenn das möglich ist, oder einfach für die Sprachsteuerung, denn die Xbox-Sprachsteuerung, die finde ich doch ganz amüsant. Und während ich hier brabbel, erstmal einen Schluck aus der Pulle, denn ja. Ja, und ich denke auch, dann war so die Zeit, wo dann irgendwann ist es auf die PS4 rüber gewechselt. Das war, ich habe mir die, ich am Anfang fand ich die PS4 gar nicht so krass, aber dann habe ich mir sie dann doch relativ schnell besorgt und letztes Jahr habe ich dann meine Xbox gekauft und ja, jetzt bin ich ja auf beiden Konsolen unterwegs. Vielleicht hätte ich mir lieber eine Konsole besorgen sollen und dann einfach, naja, aber na gut, ich bin mit der Xbox genauso zufrieden wie mit der PS4. Das Einzige, was nervt, ist, meine Freunde sind auf der PS4 unterwegs, auf der Xbox nicht. Und das Problem ist, wie gesagt, dass die Xbox, ja, also das Crossplay, ganz klar. Also Crossplay wäre auf jeden Fall etwas, was ich gerne haben würde. Gerne würde ich sehr amüsant finden. Aber das ist auch nicht wirklich weiter schlimm oder irgendetwas in der Art. Kam dann irgendwann auf der PS4 war mein erstes Spiel FIFA 14 mit Knack. Knack wollte ich gerade verkaufen, hat aber nicht funktioniert. Und ja, also damals, da habe ich da, also ich finde, aktuell sind es wirklich nur noch sehr wenige Spiele, die wirklich auf die Story bauen. Also wenn man sich auch Star Wars Battlefront, okay, das ist auch keine. Aber selbst da finde ich, es sollte mehr auf die Story gebaut werden. Was haben wir denn? Wir haben aktuell Uncharted ist nochmal ein Ding, aber ich finde, ganz ehrlich, dass es leider ist es nicht so. Also auch, es soll ja jetzt PS4 Neo kommen. PS4 Neo finde ich auch nicht so wirklich sinnvoll. Sag ich ganz ehrlich, VR ist meiner Meinung nach einer der besten Schritte, wenn es denn vernünftig ausgebaut wird. Wenn es am Ende so wird wie bei PlayStation Move, dann kann sich dafür niemand was kaufen. Sondern ich denke, da muss dann mehr drauf gesetzt werden und es soll nicht so ein Müll gemacht werden. Also das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Aber ich denke, um jetzt nochmal zum Thema YouTube Deutschland rüberzureichen. Ich gucke aktuell eigentlich sehr wenig. YouTube Deutschland, unter YouTube Deutschland verstehe ich Kanäle wie ApoRed, Julian Bam, also die so in dieser Vlog-Szene, die so. Also ich war früher ein großer Waititi-Fan, sag ich auch ganz ehrlich. Und ich finde es schade, dass es wird, dass nicht mehr so ein Content kommt. Na klar, die sind einmalig und man kann natürlich einen nicht kopieren.
Aber das ist aktuell so, dass es ist ja nicht mehr so, dass wenn man sich die Videos anguckt, natürlich die Kreise und so, das war natürlich früher nicht. Ich meine, das gucken auch mehr, du erreichst eine größere Zielgruppe. Ist auch schön, aber das, ich finde, dass erstens wird durchgehend gehatet und wer nicht in dieses Muster fällt mit, es ist ja nicht, es, das was, ich halte sich mal YouTube eine Bestandsaufnahme von B-H-A-I-N-D, das empfehle ich euch übrigens auf jeden Fall zu gucken. Da sagte einer, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, also er ist YouTuber und er kann quasi zwei Arten von Videos produzieren. Zum einen eine Art Toastbrot, ganz normal belegt, und einmal ein 10- oder 3-Gänge-Menü, das ist im Prinzip egal, also einmal etwas sehr Luxuriöses, etwas sehr Aufwendiges, Schönes produziert oder etwas, was, naja, nicht, also aus meiner Meinung nach ganz klar dahingeschissen ist. Brauchen wir nicht lange schnacken. Aber, und das Problem ist, meiner Meinung nach in YouTube Deutschland, und ich bringe zwar auch gerne solchen Content, aber ich werde nie, und ich möchte immer Content bringen, hinter dem ich stehe. Also, das wird nie so sein, ich werde nochmal ein Stück aus der Pulle nehmen, dass, oder ich will nie Content bringen, hinter dem ich nicht stehe. Also, zum Beispiel hätte ich jetzt keinen Bock, noch wieder diese FIFA-Szene aufzumachen, weil ich im Moment nicht hinter diesem Content stehe. Ich stehe nicht hinter ihm. Ich stehe aktuell hinter Star Wars Battlefront, hinter Technik-Sachen. Und ich finde, YouTube Deutschland ist zum einen sehr professionell geworden. Das ist auch nicht immer schön. Aber zu dieser Professionalität, sag ich mal, kommt dann dieser Müll. Wenn man sich das vorstellt, vielleicht ist es ja bei mir genauso. Bloß nicht so extrem. Was weiß ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ein YouTuber hat, was weiß ich, Röhrenmikrofon, kostet an die 3000 Euro. Er ist allerdings kein Gamer, sondern er ist ein Vlogger. Was macht er? Er stellt das Mikrofon, was weiß ich, irgendwo hin. Brabbelt dann ganz normal im Vlog mit, was weiß ich, 50 cm Entfernung. Dann hat er unglaublich viel Geld ausgegeben, hat aber keine Ahnung, wie er es nutzt. Und das finde ich ist schade, weil wir haben aktuell auf YouTube Deutschland gerade auch, wie viel Google denn auszahlt. Gibt es die Möglichkeit, also ich selber habe mir noch gar nichts davon gekauft, weil ich einfach, hier seht ihr einmal die Xbox, was mache ich denn da? Seht ihr, es ist einfach so, dass ich nicht genügend verdiene, um mir irgendetwas dazu kaufen zu können. Und es wird ja auch erst ab einer gewissen Summe ausgezahlt, davon mal ganz abgesehen. Aber es ist eben so, dass es gibt diese Professionalität und es gibt auch diesen Anspruch, gutes Equipment zu haben. Rode NT1A habe ich natürlich auch deswegen gekauft. Habe ich hauptsächlich dafür gekauft, weil ich einfach Bock darauf habe. Ich möchte mit diesem Mikrofon aufnehmen. Ist es nicht so, dass ihr mir sagt, nehmt mit einem anderen Mikrofon auf. Ihr sagt, die Soundqualität ist nicht so krass. Was kann ich machen? Ich kann ganz vieles machen, ich habe mich jetzt aber für den Kauf dieses Rode entschieden und bin dabei, es zu optimieren. Und das machen die YouTuber meiner Meinung nach eben nicht. Es wird dahingeschissen, da wird mit einer Kamera aufgenommen, die ist teilweise überragend. Da kann so jemand wie ich nur staunen. Aber dann sind sie nicht in der Lage, die Kameras einzurichten. Sie wissen nichts von YouTube. Sie machen nur den Vlog-Content. Ich will keinen beschuldigen, aber das finde ich schade. Ganz ehrlich, also wir sind ja schon so professionell und es ist auch nicht immer krass, so professionell zu sein. Aber dann bitte, wenn wir auch so professionell sind, dann müssen wir es auch eben umsetzen. Dann müssen wir auch was dazu bringen. Das ist also mein Statement heute. Ich bin eigentlich auch nicht so der Typ, der immer rumheult. Ich meine, oder so. Also ich finde, der Content, der damit produziert wird, das ist der springende Punkt. Der ist scheiße. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist Let's Play. Finde ich okay. Auch wenn ich Minecraft Let's Plays nicht gucke und drei Viertel Minecraft ist es. Ich finde es okay. Ich finde es okay, denn ich meine, Minecraft ist nun mal ein populäres Game. Und Let's Play ist Let's Play. Punkt. Kann man auch nochmal aufgestalten, wie FIFA oder so. Das ist egal. Aber wenn du in den Vlog-Content guckst, dann haben wir zum einen haben wir da Pranks, die so
hirnverbrannt sind, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich erinnere jetzt nicht an, was weiß ich, Gay-Prank oder Selbstmord-Prank. Sag mal, da frag ich mich, entweder mein typischer Spruch, kannst du alle in der Pfeife rauchen, oder du denkst dir, ach Leute, wirklich, ganz im Ernst, wie klickgeil ist man denn? Ich meine, dass man solche Kreise finde ich nicht so schlimm. Das ist doch einfach dann auch Dummheit der Zuschauer, wenn sie dann darauf klicken, wenn da nur ein Kreis ist. Okay, es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Real Talk. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Gameplay ist auf jeden Fall okay. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und wie gesagt, eure Meinung immer in die Kommentare. Abo und positive Bewertung. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute.